zu sagen. Nee, ist mein Part. Ist mein Part. Ist echt dein Part? Ja, ist mein Part. Ja, okay, dann. Jo, was geht? Und willkommen zu Soling! Jo, was geht? Willkommen zu Soling! Machen wir jetzt, ja. Ah, fuck! Ja, ich bin schon in der Arena. Nein! Hallo, nein, ist Versus. Nein, hallo, was nein, los? Nein, Present. Was passiert? Wir müssen unsere Pokémon auf Level 40 trainieren, haben wir gesagt. Haben wir nicht gesagt? Doch, haben wir im letzten Part gesagt. Ah, wir gehen jetzt in die Arena rein. Hallo, Leute. Als ob. Wir gehen in die Arena rein und schauen, wie es ist. Und wenn wir vor der Arena-Leiterin merken, dass die Level zu hoch sind, dann ist RIP. Dann werden wir noch trainieren. Na gut. Naja, auf jeden Fall. Willkommen zurück. Wir waren ganz kurz weg. Nein, waren wir nicht. Wir waren die ganze Zeit da. Wir waren die ganze Zeit da. Wir sind richtig professionell heute am Start. Oh lol, aber wenn wir doch immer... Level 41, das ist ja gar nichts. Ja, die sind alle voll entwickelt. Geil, was kommt da jetzt erstmal? Oh, ein Togetic. Oh lol, richtig OP, Mann. Richtig voll entwickelt. Du musst überlegen, das erste Pokémon von denen ist schon Level 41, ne? Das ist doch gar nichts. Junge. Das ist Easy Snackrap. Wir müssen safe vor Sandra. Easy Snackrap, Timo. Wenn wegen dir was stirbt, ne? Wegen mir? Als ob wegen mir etwas stirbt. Wann ist bitte wegen mir etwas gestorben, Timo? Also jetzt wirklich. Wir waren tatsächlich noch nichts, aber das heißt nichts. Ja, weil... das stimmt. Ja. Ah, gut. Freue mich, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, haben wir auf jeden Fall gut darüber gesprochen. Als ob Pixie. Ja, aber als kann... ob. Pixie kann doch safe Dings nicht viel, oder? Crowdina. Alter, wollen wir erstmal eine Theorie aufgreifen? Pixie, gleich Gengar meine ich, gleich Pixie. Hä, Bodyguard? Oh nein! Was denn? Oh wow, er hat Kopfluch. Er hat Metronom. Hä, aber Hypnose funktioniert nicht bei Bodyguard? Ich dachte, das ist halt nur für Crits. Ach nee, das beschwört. Hä? Bodyguard? Hä? Keine Ahnung, vielleicht ist Hypnose einfach daneben gegangen, kann das sein? Ich glaube, dann steht da immer. Achso, Frustration, okay. Ja, 3 Eisstrahl reichen aus, passt schon. Alles safe. Mein Handy hat gerade vibriert. Das Gute ist, wenn eine Explosion kommt, ist alles safe. Und... Frühlingsschlag. Okay, er hat 3-mal normalen Attack bekommen. Ja, aber stell dir vor, ist er so aus wie Psychokinese gekommen oder so. Das wäre nicht so geil gewesen. Ja, aber es ist kein Step. Was will er dann machen? Trotzdem. Sowas wie Eiseskälte wäre ein RIP gewesen, das aber... Das wäre gewesen. Vor allem, weil er... Leider so ein Despot hat. Weil er ein Level über mir ist. Richtig, deswegen sage ich es ja auch. Warte, was kommt Despot? Ja, ich habe Karte. Ja, aber man merkt, wie gesagt, auf jeden Fall... Diese 35er-Regel, also dass sich Pokémon auf Level 35 Max entwickelt sind, ist krass. Das stimmt. Aber ich mag die Regel echt gerne, weil es ist nicht so spektakulär, wenn man jetzt zum Beispiel später, sag ich mal, in den Top 4 ist und so und dann kommt der Raupi, als ob der das tankt. Hä, ich dachte, das wäre voll spannend, wenn man gegen ein episches Raupi spielt. Und oh lol. Epischer, wenn man gegen Carvador kämpft, Mann. Oh lol, das macht einfach nichts. Gata ist so ein Biest. Ja. Hast du gut erkannt. Er hat einfach Silberblick eingesetzt und Fuchtler und es zieht einfach trotzdem nur 32 KP. Und er ist 2 Level über mir. Ich hasse einfach diese Meldung, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ich hasse diese Meldung, ich habe wirklich einen Hass gegenüber dieser Meldung. Sobald ich diesen Satz sehe, denke ich mir so, Alter. Ich hasse dieses Spiel. Holy shit. Manchmal. Aber die Arena hier ist doof, also ich mag die nicht. Wieso denn? Naja, das Stärke, hier gibt es halt auch wieder so ein Stärke-Runterfall-Rätsel. So ein Stärke-Rudderfall-Rätsel, hast du wieder gut erklärt. Ja, Level 44, wir sind zum Glück nicht unterlevelt, wuhu, geil. Ja, das ist gar nichts. Ja, ein bisschen Spannung reinbekommen. Level 44. Ja gut, das ist schon ein bisschen Sandra, das höchste Pokémon ist dann safe 46, 47. Bitte komm hier nicht mit Intelligenz, Mann. Wir müssen davor auf jeden Fall noch trainieren, Present. Ja, machen wir doch. Wenigstens vor der Arena-Leiterin. Der Rest ist okay. Machen wir, alles safe. Hast du überhaupt ein Stärke-Pokémon dabei? Ja, ja. Aber ich mach sowieso ja noch nicht das Rätsel. Ich gehe ja vor der Arena sowieso nochmal raus. Hä, heilst du nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, heilst du jetzt nicht erstmal dazwischen? Hey, ist doch easy Snackrap, Junge. Wer ist denn so schlecht? Ich muss hier schon heilen gehen. Ich muss schon nach dem ersten Trainer heilen gehen. Ja, halt's ab, Junge. Hier, das ist easy Snackrap. Aber ich beleidige Hans nicht und speede nicht zum Pokémon Center. Ich hab noch gar nicht gespeedet. In der Zeit haben wir, glaube ich, weniger gespeedet. Einfach weil Leute sich beschwert haben. Aber. Ich finde, ich finde tatsächlich ein bisschen Speed gut. Das ist jetzt meine subjektive Meinung, sage ich einfach. Kann jeder gerne eine eigene Meinung haben, aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde es halt einfach nur, weil die Sache ist, ich höre keinen Sound, deswegen finde ich es halt nicht so schrecklich. Automatisch speedet man mehr, wenn man den Sound nicht hört. Aber nee, ich mag Speed halt nicht so sehr in den ersten beiden Gens, einfach nur, weil der Sound dann super eklig ist und auch noch in der dritten Gen. Aber ab der vierten Gen finde ich Speed eigentlich immer okay. Weil ich weiß nicht. Also die vierte Gen ist halt super langsam.
man kann halt sagen, was man will, aber so spannend sind einfach manche Kämpfe nicht. Kämpfe nicht oder manche Abteile, sage ich mal, im Spiel. Ja, das stimmt. Also manche Sachen, aber manchmal speedet man dadurch zu viel, sobald man einmal anfängt zu speeden. Ja, aber so übertrieben speeden wir jetzt auch nicht. Die Leute tun das ein bisschen übertrieben darstellen. Ja, es hat ja jetzt niemand richtig krass irgendwie sich beschwert. So übertrieben war es jetzt auch nicht. Jetzt übertreibst du ein wenig. Nee, das ist schon so. Das ist ja jetzt hier zum Beispiel die Schlafe. Das ist super langweilig. Hä, hey, die wollen Gulliver schlafen sehen, Gullivera. Habe ich den Top gelesen? Ja, sieht nicht danach aus. Hä, aber die Level gehen ja voll klar. Alter, easy. Level 44 gegen Level 38, alles safe. Ja, ist eine easy Snackrap. Siehst du, gerade ein Tornupto mit meinem Mew besiegt. Ja, wie lange schläft es? Was kann das Tornupto bitte? Als ob. Nur auf Level 44 sein, mehr nicht, Mann. Das war close. Wenn er einen Crit bekommen hätte, wäre ich tot gewesen. Gut zu wissen. Alter, Tio, fast so schlafe ich auf unsere Pärchen. Ich schlafe gerade 5 Runden. Geil, bin aufgewacht. Hättest du einen Hyperheiler einsetzen können? Nee. Ah, nee, das wäre zu einfach und zu klug gewesen. Kluge Nase, haha. Ja? Ja. Okay. Ja, mal ganz kurz und wisst ihr, so ganz kleine Passagen, so zack. Da hört man dann zack. Nicht mehr aus dem Sound. Also bei mir sowieso. Ja, bei dir sowieso nicht. Ja. Das merkst du früh, Timo. Ja, komm. Da ist ein Despotar. Komm ich gerne mal schnell heim. Hans, es tut mir leid. Darf ich schnell ins Bus hin? Ich habe auch nicht gespeedet, komm. Ich auch nicht. Ich bin erst beim dritten Trainer, komm, speed mal nicht. Komm, mach mal nicht, bitte. Mach mal bitte nicht, ne? Komm. Wieso bin ich auch überhaupt auf Biss gegangen gegen Despotar? Jetzt muss ich einfach. Ich hab mein Fenster offen. Ich hoffe, das ist okay. Also noch sind da keine merkwürdigen Geräusche. Beziehungsweise. Dann mach mal gleich dein Fenster zu, Mann. Es ist doch kalt, hä? Nein, nein, mir ist so richtig angenehm. Am Ende ist er richtig mit so einer Decke und Milliarden Decken ausgestattet. Ich hab meinen Pullover ausgezogen, hab ich dir sogar gesagt. Alter, was ist los bei dir? Ist es so warm bei euch? Nein, weißt du? Hä, nein. Die Sonne scheint schon bei uns und es ist strahlender Himmel, aber. Aber nein, es ist nicht warm. Nee, es ist draußen richtig kalt. Ich war ja eben noch draußen. Nee, weißt du, ich habe halt ein ultra krasses Wärmeempfinden. Ultra krass. Deswegen kuscheln die Ladies auch so gerne mit mir. Ja, natürlich. Deine ich habe halt echt ein krasses Heißen die Kuscheltiere auf deinem Bett etwa Ladies? Ja, vielleicht. Ich habe halt wirklich ein krasses Wärmeempfinden. Also wirklich. Mir ist halt fast immer warm. Ich habe damals an Silvester, da wollte ich zu Freunden, ja, und die haben 3 Orte weiter gewohnt und das Problem war halt, dass ich den letzten Bus um 16 Uhr an Silvester verpasst habe, so. Jetzt wollte ich ja rüberlaufen, aber ich hatte keinen Plan, wie man da hinläuft. Und dann bin ich da in kurzer Hose und hochgekrempelten Ärmeln bei meinem Pullover bei minus 14 Grad durch den Wald gelaufen. Hä, ging voll klar. Wie ist los bei dir, Mann? Bist du verrückt oder wie? Ja. Ja, der Typ ist verrückt, sag ich euch. Verrückt. Aber ich bin auch ein Ort weiter getrampt. Trampt aber nicht, Mann. Das kann was nicht. Was ist Tramp, Mann? Ist das nicht dieses Dinger, dieses Dingsen? Dieses Dingsen. Ich kann's dir erklären, du weißt schon was. Ja, ich weiß, was es ist. Ich hab's auch gemacht. Naja, ihr müsst wissen, Tramp ist halt per Anhalter fahren. Aber ich habe auch jemanden gefragt und. Ich konnte es gerade nicht umschreiben. Ja, klar. Ich habe auch nach niemandem gefragt oder so, ob die Person mich mitnehmen kann. Es war einfach nur eine Frau, die gefragt hat, hier, du siehst so aus. Du siehst so obdachlos aus, kannst du mal nein, du siehst so aus, da seid ihr bestimmt ein bisschen kalt, ich kann dich hier einen Ort weiternehmen. Nein. War ja nur ein Scherz, so, wie komme ich diesen Stein da weg? Oh, okay, das war falsch, ich denk mal. Hä, wie geht dieses Rätsel? Ich weiß doch nicht, Mann, du musst mir erklären. Nee, das kann ich nicht machen. Erklär's mir bitte. Du musst hier kein Rätsel machen. Ja, du musst doch die Steine runterschieben. Ja, das habe ich auch gemacht. Das war der Fehler. Du kannst diesen Stein nicht irgendwo hinbekommen. Ja, dachte ich auch. Ich glaube, du musst den einen Stein nach unten schieben und dann den anderen hochschieben. Also musst du es andersherum machen. Ja, ja. Ich habe jetzt aber erstmal einen Trainer gemacht. Ja, dann hoch auf Level 44. Ja, das ist alles safe. Easy Instagram, das ist Instagram. Ja, auf jeden Fall war das halt eine Frau. Und ich meine, keine Ahnung, die Frau war... Ich war da 16. Nee, 14, 15. 15 war ich, genau. Und die Frau war, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Ich habe mir da jetzt nichts bei gedacht, dass sie mich jetzt irgendwie vergewaltigt oder so. Genau! Siehst du, ich bin jetzt schon bei Sandra. Was ist los bei dir? Wieso bist du gut? Hast du den einen Trainer ausgelassen? Nein. Also, weiß nicht, ob da noch irgendwo ein Trainer ist. Ich finde Sandra so macht mir ein paar Probleme. Nicht zu Sandra. Das so macht mir ein paar starke Probleme, Mann. Wenn was stirbt, ne, dann bin ich richtig salty auf dich.
Ja, kann ich verstehen. Bin ich richtig salty auf dich. Kann Gaudium Sacred Fire gut tanken? Ich hoffe mal. Richtig salty auf dich. Was soll ich machen? Ist 6 Level über mir. Ja. Geh mal nach Hause. Ich muss jetzt erstmal ins Gegenheilen und Sacred Fires aus Feuersturm ausholen. Oh, come on. Ja, ich muss hier jetzt ein bisschen speeden, weil das wird halt super ätzend. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen gespeedet, um deine Feuersturm-AP auszusollen. Der Parafusion mich. Warte, hat der gerade Abgesang eingesetzt? Ja, okay, das passt. Ah, der wechselt raus, ne? Der ist klug. Der ist klug, sagst du? Nicht mehr verwirrt. Steht bei 1. Jetzt muss ich auswechseln, naja. So, jetzt, ich speed jetzt hier ein bisschen in hoch, weil, ja, nicht wundern, ich wollte halt nur ein bisschen seinen Feuersturm-AP ausdauern und jetzt ein bisschen seinen Stallen, genau, weil er jetzt auf Genesung gegangen ist. Er geht raus, er geht echt raus, so ein Arsch. Ja, sag ich doch, die sind schlau, die Leute da. Ja, aber die Leute von heute. Mann, ich habe auch ein bisschen Probleme hier present, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir heilen ja jetzt gleich auch, wir heilen jetzt gleich auch, wir trainieren aber gleich. Aber ich glaube tatsächlich 40 ist ein bisschen... Nicht genug. Ja, siehst du, ja, wir hätten auf 40 trainieren sollen. Das hätte nicht gereicht, Mann. Wäre aber immerhin schon mal etwas gewesen. Nein. Doch. Ganz oder gar nicht, Timo. Ganz oder gar nicht. Okay, verstehe. Kirasaf ist down. Es wäre auch lame gewesen, wenn wir einfach nur 2 Levels trainieren und dann wieder Levels. In der Arena mehr... Level trainieren, Hilfe. Levels. Und Level trainieren und dann mittendrin Levels. So merken, Alter, wir müssen ja noch richtig viel machen. Levels. Lass mich bitte in Ruhe. Wie viele Steine hast du runtergeschoben? 2. 2 nur? Ja. Und du kannst jetzt schon zu Sandra? Ja. Ja, wobei wir wahrscheinlich das Rätsel nochmal neu machen müssen, oder nicht? Ja, glaube ich auch. Ah, wobei, ich bin mir nicht mal sicher. Doch, ich glaube schon. Aber... Dass die zweite Gen resettet sich. Selbst in der vierten Gen resettet sich sowas noch. Nee, glaube ich sogar nicht mehr. Doch. In der vierten Gen, in der Kampfarena zum Beispiel, wenn man diese Dinger bewegt... diese Boxdecke, dann resetten die sich, wenn okay, man Sandra. Rausgeht. Soll ich sie ansprechen? Nein. Das ist ja super. Soll ich dir davor, sag ich du da? Ah! Du bist nicht, Mann. Die Frage ist nur, wo wir trainieren wollen. Hey, warte, lass uns in der Höhle trainieren. Stimmt, ich hab Mewtwo, ist ja alles safe. Ich kann immer noch nicht in die Höhle gehen. Achso, in die Höhle, im Eispfad ja. Meinst du? Im Eispfad. Ja, aber nur am Anfang des Eispfades, Mewtwo. Psst, sei nicht so intelligent. Hey, ich flieg einfach zurück. Dann kann ich wieder in den Anfang gehen. Ja, machen wir dann gleich einen kurzen Cut. Ja, natürlich, aber ich muss jetzt erstmal die Trainerin machen. Soll ich speeden, sagst du? Ja, jetzt habe ich schon gespeedet, sorry, Mann. Nee, der Geobot? Möchte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, gut, dann dass du das... Warum fliegst du am Anfang? Was gab's bei mir? Oh, es gab Turtok, doch. Das, ja, das gut, okay. Da gibt Erfahrungspunkte. Cabador und Pichu... Nee, Cabador hattest du, ne? Pichu hatte ich. Ja. Ja, kannst du bei deinen Cabadors trainieren gehen. Es gab halt Tyra, aber die sind Level 15 oder so und das lohnt sich nicht. Ja, ich würde sagen, dann schneiden wir hier einmal ganz kurz und dann sehen wir. Warte ganz kurz, ich will wenigstens noch zur Höhle laufen. Ich speed da kurz durch. Hä? Wir schneiden jetzt sowieso. Bis dann, bis gleich. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen positiven Daumen da. So, wir sind wieder zurück. Hallo Leute. Wir haben trainiert. Wollen wir nicht unsere Pokémon zeigen? Okay. Level 42, Level 42, Level 42, Level 42, Level 42. So. Level 45 habe ich gerade. Gut. Nur für einen Notfall. Ey, ich bin Sandra. Okay, bist du ready? Ja, ich bin ready. Hast du schon gedrückt, ja, Junge? Holy shit, du bist hier richtig der 31er. Ich bin der Speedermann. Ja, das ist die allerletzte Arena in Johto. Guys. Oh ja, jetzt genieße ich den Sound richtig. Tue ich ach den Mann, ich möchte auch hören. Oh lol, als ob. Ich habe Entei als Gegner. Ich habe Impergator. Oh, ja, RIP. Wow. Ja, Pegato geht ja noch, aber Entei ist ein bisschen blöd. Okay, starten wir mal eine Triplette. Weil ich bin mit meinem Arctos geleadet gegen Entei, also ja, ist super gut. Schwer. Einfach nicht über 50% okay. Er geht auf Blut. Oh, er geht auf Blut, alles safe. Borschnabel macht es mehr. Ich hätte, glaube ich, für Fliegen gehen sollen. Ja, das passt. Kill, bitte, kill. Ich liebe diese Schaufel-Animation, das sieht so nice aus. Entei kann anscheinend auf dem Level... Sie benutzen uns keinen... Heil-Item. Okay. Entei kann anscheinend auf dem Level gar nicht so cool. Es geht auf Brüller und auf Glut. Also ich würde sagen, gutes Entei, Mann. Okay, erstes Pokémon habe ich da. Akani ist besser als Entei. Jetzt habe ich es gesagt. Akani ist besser als Entei, auch im Juju. Okay, Hundemon kommt rein. Ihr habt es gehört. Bei mir hört ihr es zuerst. Ich muss in Gata gehen. Ich habe kein anderes gutes Pokémon gegen Hundemon. Ja, richtiger 31er. Vor dem Ding sagt er so, ja, also bevor wir in die Arena reingehen. Ich habe kein anderes gutes Pokémon gegen Hundemon. Ist mein Backup-Pokémon.
Ich habe kein anderes gutes Pokémon gegen Hundemann. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was sie als nächstes reinschickt. Egal. Wir holen einfach mal Raichu rein. Okay, sie setzt Parasect rein. Das ist ja nicht Trottliges. Ja, alles safe. Das ist ja richtig lau. als nächstes kommt Seetracking. Als ob die ein Seetracking hat! Alter, das hat sie ja sonst auch. LOL! Alter, stimmt, Mew hat Psychokinese gelernt. Ich habe Psychstrahl weggepackt für Psychokinese, weil die anderen Attacken wollte ich mal behalten. Aber Seetracking ist, glaube ich, nicht ihr stärkstes. Ja, sie wird wahrscheinlich noch ein höheres haben als die Level 44. Ah, ja, ja. Oh, fuck. Oh nein! Oh nein! Hä, du. Ist doch alles safe! Ja, weil jetzt kann sie critten. Nein, in der zweiten Gen ist es nicht mehr so. Wurde mehrmals in die Kommentare geschrieben. Lies einfach nicht unsere Kommentare, Mann! Alter, tschau! Als ob sie da daneben geht! Ach nee, warte, hat sie mich gerade geflincht mit Windhose? Keine Ahnung. Windhose geht flinchen? Das? Ja, sie hat mich geflincht. Oh krass. Da steht, dass ich. Oder das ausgerichtet ist. Jetzt trifft doch mal endlich! Wechsel mal lieber raus, du verlierst sonst noch Crowdune bei einem Crit. Nein, Crit würde auch nicht killen. Ja, okay, aber trotzdem jetzt. Wechsel jetzt mal raus. Wechsel jetzt raus, Alter, hör auf so rumzuschreien. Tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Ich muss es wahrscheinlich jetzt leiser stellen wegen dir, weil es so laut war. Das ist kein Problem. Weißt du, der hat einfach solche Tobsuchtsanfälle, richtig schrecklich. Was hab ich? Tobsuchtsanfälle. Was für Dinger? Tofu? Ja, Tofu. Hä? Die hat auch nur das letzte Pokémon auf Level 44, was ist los? Tofu-Anfälle. Ja, die Tofu-Anfälle. Ah, endlich. Oder Danke. Hat sie noch ein Pokémon? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Sie hat 4 Pokémon. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ihr viertes oder erst ihr drittes ist. Tofu-Anfälle. Ja, die Tofu-Anfälle. Hä? Genau, Timo. Ah, Relaxo paart mich. Ich liebe Relaxo. Es ist super toll. Super. Super. Da setze ich noch einmal Traumfresser ein und dann sollte Ice Beam oder Dings killen. Sagst du, es oder killt? Oder Nachtnebel. Ja, ich schaue sollte killen. Ja, schläft sogar noch tief. Easy. Sacred. Aber sie heilt nicht, krass. Also sie ist jetzt gerade im Game-Bereich und heilt nicht. Bei mir hat sie eben im roten Bereich nicht geheilt. Okay. Ja, die will ihre Trainingshilfe nicht verschwenden. Und ihr letztes Pokémon ist Tauboss. Ja, okay, da kann ich auch drin bleiben. Du warst und jetzt ihr letztes Pokémon? Ist Level 48. Okay, ich hab sie. Wow. Okay. Dodri, wow. Alter, der oder jemand? Dodri ist krass, ne? Ja, ich hab meinen Beidschaden, also passt das. Ich bin schneller und drück Donnerblitz. Okay, bitte, okay, bitte, okay, bitte, okay, bitte, okay, bitte, ist überlebt. Ist jetzt Flügelschlag ein, der ist 6 Level über mir. Ja, das passt. Das tankst du. Das tankst du ja easy. Da ist ein Crit. Und jetzt kommt der Hypertrank, okay. Ja, aber ich bin schneller und das passt. Aber Donnerblitz sollte killen, das ist Step. Ja. Easy, Dodri ist easy gerippt und, worden. Ja, und dann bin ich nach Norden! Easy! Und wir haben nicht übertrieben oder so. Okay. Ich habe auch, glaube ich, nur einen Trank benutzt. Ich glaube ja. Ich habe, glaube ich, gar keinen Autor benutzt. Christian. Ja, ich wir waren sagen, nicht überlevelt oder so. Ja, krass. Längen nicht. Dann gehen wir jetzt gleich mal zum Champion, würde ich sagen. Easy, oder? Nee, wir müssen jetzt erst Lugia und wir gehen direkt zum Champion. Sorry. Direkt. Müssen wir Ho und Lugia fangen? Nee, können wir einfach. Können wir einfach besiegen. Weil das ist ja ein extra Encounter. Ist ja nicht mehr die Drachenhöhle, stimmt ja. Die hat uns ja den Orden nicht gegeben. Ja, die ist richtig assi. Die dumme. Ich meine, die liebe Frau. Die liebe Frau. Voll nett, dass sie uns den Orden nicht gegeben hat. Finde ich richtig nice von der. Danke, Mann. Danke, Mann. Ich bringe ihr ein Eis mit. Dafür, dass sie diese Arbeit das heißt, auf sich. Zukunftspräsent? Was denn? Bitte sei nicht so retarded und hab den Orden jetzt schon im Rahmen eingefügt. Als ob ich das bin. Das hättest du halt safe gemacht. Hä, gar nicht. Ich tu den Orden aus Schlaiede bei der Herzofen-Arena-Leiterin. Stopp. Wo soll ich das denn wissen, Mann? Das weiß jeder. Das wusste ich nicht. Also ja. Zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste es mal, aber... Weil du... Ich weiß, dass ich mir ein Diamant-Layout gemacht habe, wo ich auch die falsche Reihenfolge gemacht habe. Richtig. Von den Orden. Aber es ist auch richtig blöd. Alles verkackt. Ja, das war auch richtig blöd, weil... Oh, geil, aus Level 5. Die Orden so blöd gemacht sind. Aber das hier ist ein extra Encounter, oder nicht? In der Höhle. Ja, ja. Das ist die Drachenhöhle. Da dürfen wir uns gleich einen Encounter fangen. Nice. Ich bin in der Höhle drin. Ich liebe die Musik. Oh. Ich kann sie nicht hören. Hör auf damit. Hör bitte auf, das nachzuahmen. Bitte. Ich hab einen Encounter. Ich hab einen Kogowai. Haben wir ja noch nicht. Können wir nicht nehmen. Ich weiß. Ja, wie machen wir das? Ein Zuschauer, Alter, nur auf Level 10. Ich hab's gelesen, aber ich... Das hat Schacke geschrieben. Das hat nicht Schacke. Aber das gehört halt dazu. Das ist halt so. Die richtig. Pokémon sind halt Also, ganz kurz, um euch... Du kannst da keinen Encounter bekommen. Du musst ins Wasser gehen.
Und zwar hat er geschrieben, das ist halt ein bisschen nervt, wenn man immer, wenn der Erste mit dem Ersten gepairt ist und dann immer wieder neu sucht, weil es dauert so Jahre und so weiter und so fort. Wieso sucht der Erste nicht ein Pokémon, was geht, und dann sucht der andere ein Pokémon. Aber es ist halt wirklich so, auf der Route sind ja miteinander gepartnert und weiß richtig, nicht. Das sind immer die Seelen verbunden. Richtig. Jetzt nicht ja, lass sagen, doch einfach okay. Schon mal weitergehen, du musst jetzt nicht hin und her schwimmen. Achso, na gut. Aber da gibt's halt überall noch Trainer. Ich habe einen Encounter. Ja, wir brauchen die Trainer. Wieder Kokobai. Rettern. Haben wir Rettern oder Arbok? Dürfen wir nehmen. Nee, stimmt. Wir haben auch kein Gift-Pokémon. Dann könnten wir... Alter, Mewtwo sagst du bitte? Nee, na, wobei irgendwas cool ist. Irgendwie so ein Feuer-Pokémon. Aber warte, wir müssen eher außen herum. Ich habe kein Whirlpool-Pokémon mit. Ja, dann ist RIP. Haben wir Whirlpool schon bekommen? Ja, haben wir. Kann ich Gata Whirlpool beibringen? Ich weiß nicht. Wer will Whirlpool erlernen? Wahrscheinlich Mew, ne? Sonst auch irgendjemand? Ja, welches Mew geben für Wandler oder so? Ich glaube, Gart hat auch noch einen Move, den ich nicht brauche. Oder und zwar... Brüller. Oder Brüller kann ich weg. Ah, Mega, ich brauche ich nicht. Kannst du, natürlich. Okay. Wobei, du hättest auch... Hättest du das Blubstrahl wegpacken können? Nein. Wieso? Du bist doch Surfer. Falls Surfer mal beim Training alle gehen. Ah ja, ich habe einen Counter. Okay. Lasho King. Wir haben weder Lamus noch Mushas, ne? Warte, wie außen Mushas. Herum? Mush... Wieso? Weg, Mann! Wir haben weder Lamus ja, noch Mushas! Alter, Suicune! Ja, geht sowieso nicht. Mushas? Ja, Mushas... Ich dachte halt, wegen Lamus. Du weißt Whee. Doch, Mann. Hey, ich kann Whirlpool. Bitte. Whee! Mushas. Mushas, ich hab Kokobai. Schau mal bitte ganz kurz hin und her, oder so. Lasho King, vor allem. Lasho King. Der Lasho King, Mann. Ich glaube, sehr viel mehr gibt's hier nicht. Ich glaube, du solltest jetzt angeln. Angel mal bitte. Ich will ja rettern. Ja, aber du hast jetzt so. Lasho King und rettern. Ach, ja, okay, warte. Darf ich erstmal bitte den Whirlpool hier einsetzen? Warte, ich versuche noch mal einen Encounter. Warte, Lamus ist mit. Ja, du hast jetzt zwei Lamus. Timo, warte mal sonst. Wieder mit Kakobai. Mit Kokobai. So. habe ich überhaupt einen Angel? Achso, ja, ich habe ja noch einen Lasho King. Ja, hast du. Warte, Timo, jetzt warte. Also, du bist jetzt geflohen. Ja, du bist jetzt geflohen. Das Lasho King ist mit dem neuen Pokémon. Na gut, dann surf nochmal. Angel ich jetzt noch nicht. Kokobai. Glück gehabt. Okay, oh nein, wie schade. So, Angel. Wo ist die Angel? Warte, stopp. Was? Ich habe eine richtig gute Idee. Ich suche ein Pokémon, ja? Ja. Und wenn es kein Rettern ist, dann surfst du. So, ich habe jetzt einen Lasho King und jetzt surfst du. Jetzt tust du mit einem gesurften Pokémon erstmal. Ja, das ist Kokobai. Weitermachen. Okay, weitermachen, Jungs. Austausch. Austausch, wollen wir. Warte. Will ich nicht. Geh surfen. Ich will rettern. Okay, Kokobai. Ah, wie schade. Oh, wie schade. Lasho King, surf mal. Wir cheaten, Mann. Na, das ist eigentlich kein Cheater, trotzdem. Kokobai. Oh, wie schade. Austausch, surf mal bitte. Ich hole mir jetzt erstmal das Item, Mann. Drachenzahn. Nice. Surf mal bitte. Ja, warte, ich hab... Alter, warte, es kommt gerade Dingens, Sandra. Mann, ja, du kannst schon mal fliehen, ich werde sowieso Dingens bekommen, Lasho King. Ja, aber ich finde jetzt 500 Pokémon ja, wir zählen das, zwei... Das passt dann. Wir zählen einfach die Pokémon. Da rechts nach oben in die Ecke musst du. Oben, ne? Ja, ja. TM24, warte, bekommen wir jetzt auch den Orden oder nicht? Da hat sie mir jetzt schon den Orden gegeben? Ja, danke. Bla, 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 gib mir halt den Orden, Mann. Danke, endlich mal. Okay, ich muss jetzt erstmal zwei Pokémon suchen, die dann gepartnert sind. Heramisch, so eins, habe ich noch nicht. Suicune, geht nicht. Und zwei, nein, wieder Suicune. So, nein, dann. Jetzt holen wir deinen Rettern, Mann. Ja, will ich ja. Ich glaube, Rettern ist halt selten. Hey, wie kommt man da hin? Halt wie kommt man wohin? Zu dem. Ich glaube, hier gab es noch keinen Trainer. Ich glaube, die gab es erst ab halt Gold zu Silber. Ja, gab es auch nicht. Da dachte ich, hey, wo sind jetzt die Trainer? Was meinst du da? Timo, was kannst du überhaupt? Und Rettern. Okay, Angel einsetzen, ne? Bitte ein Feuer-Pokémon. Jetzt so, oh, ich hab gar keine Angel. Okay, Profi-Angel. Bitte ein Feuer-Pokémon. Hä? Bitte. Ich kann keine Angel hier verwenden. Doch, kann man. Also nicht im Surfen, ich muss... Oh nein, ich muss kurz Top-Schuss einsetzen, warte kurz, damit ich wieder zum Land komme, Digga. Ah, ich hoffe, das hört sich halt richtig... Dann trinke ich einen kurzen Schluck Blutorangensaft, okay? Blutorangensaft? Ich dachte gerade Blut. Also, okay, bist du Vampir, Mann? Ja, ich trinke mal so eben ein bisschen Blut, Mann. Ja, Blutorangensaft schmeckt richtig lecker. Ja, ist schön für dich. Alter, richtiger Vampir, Mann. Ja? Ja, so nennt man mich. Der Vampir, deswegen ist er auch so blass, der Junge. Vampirmo. Nein, Spaß, du bist nicht so blass. Ich wollte dich jetzt hier nicht beleidigen, Mann. Nein, ich bin so blass.
Ja, das bist du Spaß. Hey, keine Ahnung, hätte ich nie im Real Life gesehen, was richtig zu. Nein, zu Mann, ich wollte dich hier nicht beleidigen. Herr, aber ich bin schon was. Ja, bist du. Jetzt, was das hast du? Schau was an. Ja, ist okay. Lass mich. Da hat etwas angebissen. Es ist ein. Ein Stalos! Warte, Stahl? Haben wir. Wir haben. Ich hab Panzer. Nein. Aber können wir. Tun wir, können wir nehmen wir trotzdem. Ja, natürlich. Das nehmen wir, das Pärchen. Endlich mal wieder ein Pärchen, das wir fangen. Ja. Kann ich dagegen auf, auf Windstoß gehen? Ich habe gar keine Hyperbälle gekauft. Kann ich dagegen auf Windstoß gehen? 22 Level drüber. Welches Level ist er denn? Er ist auf Level 20. Werf erstmal einen Hyperball. Du hast ja Hyperbälle. Ja, ist recht. 1, 2, 3. Ist drin. So, Retter männlich, das wird doch der gute Nero. Nero, du wirst ein geiles Arbok irgendwann vielleicht. Aber das sind zwei Schlangen, Junge. Verstehst du? Das ist so ein Schlangenpärchen. Ja, das ergibt richtig viel Sinn, Mann. Bitte. Sagst du B rechts Speed? B rechts Speed? Okay. B rechts Speed. Fast. Nicht das richtige Timing. Ah, easy. B rechts Speed hat geklappt. Natürlich. Easy. Alles safe. Natürlich. Alles safe. Nicht das richtige Timing. Das Charles benennen wir nach Jana, weil soweit ich weiß, hätte ich meinen Pokémon Jana benennen wollen und dann hast du es getötet, das Pärchen dazu und dann. Ja, ich weiß auch noch welches. Ja, das war das bei Panzer-Eron. Ja, ja, ja. Und deswegen haben wir jetzt hier nun Jana, das Stalos. Da erinnere ich mich noch gut dran. Ja. Als wäre es erst vor. Vor 10 Parts gewesen. 10 Parts gewesen. Ja. Ja. Hallo, Opi. Ach ja, Professor Lind ruft an. Jo, was geht? Ich hab hier was geht? Ich hab was. Mein Name ist Professor Paul. Und willkommen. Was geht? Zu einem weiteren Metronom-Battle. Okay, so, dann gehen wir nochmal zur Lind-Schokolade. Das war richtig schlecht, Mann. Geh mal bitte dich vergraben. Aber ich würde sagen, wir werden noch gleich einen Part. Ja, genau. Im nächsten Part würde ich gerne Lugia und Ho bekommen und zur Siegstraße, also die Siegstraße schaffen, ne? Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Eine gute Idee. Oh ja, der Meisterball! Oh nein! Kann man einen Kristall nicht sogar den GS-Ball? Das fand ich richtig cool. Ja, der GS-Ball. Was macht der GS-Ball? Das ist wie der Meisterball, der ist bloß gelb. Oh lol. Und da steht GS drauf. Ja, nice. Eigentlich ist der ursprünglich dazu da, um Celebi zu fangen, glaube ich. Ja, aber die Leute haben ihn missbraucht für andere Dinge. Wie wir. Ja, was ist jetzt? Müssen wir jetzt Lugia und Ho? Ja, keine Ahnung, Timo. Du kennst das Spiel doch so gut. Oh, nein, nein, ich kenne das Spiel so gut. Ja, keine Ahnung. Theoretisch gesehen könnte ich doch jetzt hier nach Kanto. Ich meine, wir dürfen jetzt keine Kaskade Ahnung. Benutzen. Lass uns aber erstmal Ho und Lugia machen. Drück dich nicht davor. Sicher? Ja. Wenn wir es nicht machen müssen? Ja, wäre ein extra Encounter. Wir entscheiden das noch. Guys, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss.